So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wenn überhaupt, ich ob vorhin online war, ich weiß es nicht. Hallo, welcome to my very professional Livestream. Natürlich mache ich das auf Deutsch, nicht auf Englisch, das will ich euch nicht antun. Ich habe eben schon mal angefangen, hier mit Wolfgang, das mache ich auch gleich mal weiter. Ich glaube, ich habe eben schon bis zur Nacht gespielt, also gerade noch voll am Anfang. Bis jetzt sagt er nicht, dass ich irgendwie offline wäre. Das finde ich ganz gut. So. Gut, Wolfgang. Dann guten Appetit. Achso. Eat, my friend. Eat. Ja. Guck mal hier, die können wir auch schon bauen. Sweet! Science Machine. Und ich versuche so schnell wie möglich jetzt hier in dem Spiel voranzukommen, weil es ist anfangs halt echt langweilig. Muss ich echt schon zugeben. Ich habe es letztes Wochenende habe ich das so hart auf meinem Tablet gesuchtet, das ist unfassbar. Ich bin auch ziemlich weit gekommen. Durch den Winter tatsächlich, das ist mir noch nie vorher passiert. Oh, guck mal, hier ist noch eine... meins. Allerdings muss ich auch zugeben, ich hatte das auf Noob-Modus, mit ohne Monstern. Ich weiß, das ist nicht der Sinn der Sache, aber ich bin so schon fast gestorben, also wirklich verhungert. Ah, das geht auch noch hier. Guck mal. So. Ich will schon ein bisschen Gold zecken. Jee! Guck mal, nice. Geil. Hey, Karl, was geht? Okay, dann halt nicht. Nein! Oh nein, hat er es eben abgebrochen. Oh. Kacke. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt noch mehr Gold finden. Oh, scheiße. Ich hasse mich gerade. Oder musste er das gerade nur freischalten? Das kann auch sein. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Macht nichts. Essen nebenbei sammeln und noch ein bisschen Bäume töten. Oh. Hi. Bye. Too close. Was ist denn jetzt hier? Klasse. Dankeschön. Vielleicht hätte ich auch mit dieser anderen Kleinen spielen müssen. Mit dem Feuerzeug. Naja, mal sehen, wie lange wir überleben. Der Obst. Hallo! Ja, die lebt noch. Ja. Ich hatte heute richtig Bock, einfach wieder was aufzunehmen. Und ich dachte mir, kann ich gleich mal streamen. Ich will nämlich unbedingt wieder in das ganze, in den ganzen Flow von, vom Let's Play aufnehmen und so weiter reinkommen. Ich habe jetzt gerade einen Jobwechsel durchgemacht und jetzt habe ich mich langsam akklimatisiert und ich glaube, es könnte jetzt wieder ein bisschen weiter vorangehen mit meinem Kanal. Das wäre ziemlich nice, weil mir macht das halt ultra Spaß. Stream weiß ich nicht, ob ich das so oft schaffe, aber... Ich würde mich schon freuen, wenn ich überhaupt irgendwie einmal die Woche auf YouTube ein Video hochladen kann. Das wäre ganz nice. So, können wir denn jetzt... Ja! Wo ist mein Feuer? Scheiße! Da unten!
Ui. Vielleicht war das auch nicht so eine optimale Idee, obwohl es geht. Da ist schlecht. Hier ist okay. Neben den Flowers, neben den bösen Blumen da was aufzustellen. Aber es geht noch. Die Reichweite ist okay. Nein, brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Und das brauchen wir. Das brauchen wir nochmal. Zwei für den, vier von denen, drei Gold. Eat, my friend, again. Oh. Ach ja, und dann können wir ja gleich nochmal die blöde Falle stellen für die behinderten Kaninchen. Hi, bye. Wo waren die denn? Ich bin auch hier von. Ah ja, guck mal hier, rechts. Sweet. Ist die Musik eigentlich zu leise oder bin ich zu laut? Oder ist es okay so? Ich weiß es nicht. Ich bin hier doch eben. Ach, weiter unten. Okay. Gut. Gold. Machen wir den nochmal. Kann ich zur Not mir was bauen? Ach, so ein Firepit. Ja, gut. Ich muss den jetzt nicht unbedingt hier noch einen neuen bauen, aber zur Not. Stirb, Kartoffel! Ich bin immer so umweltbewusst und pflanze noch gleich neue Bäume. Nein, eigentlich habe ich nur die Hoffnung, dass dann nicht so schnell so ein blödes Baummonster dann spawnt. Weil ich ja ganz lieb neue Bäume pflanze. Ja. So, wo sind die Kornickel? Ich müsste ich da wahrscheinlich noch Z-Trap, hallo, ein Möhrchen reintun. Die war noch hier oben irgendwo. Geh schneller. Kann ich immer noch bauen? Sehr schön. Go away. Ein Wurmloch. So krass, ne? Ich spiele seit 10 Minuten und ist einfach noch nichts passiert. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Aha, Möhrchen. Oh, shit. Okay. Upsi. Das war ein bisschen knapp. Hehe. Ich bin verwirrt. Pikachu! Steffi, bist du das? Steffi? Steffi, du hast mich jetzt nicht angerufen, oder? Oh Gott, ich bin so verwirrt. Ich brate mir jetzt was. So. Eat! Eat more! Das kannst du auch essen. Scheiße, eigentlich bräuchte ich das jetzt. Das Möhrchen. Ja, ich bin's. Allein dein Smiley daneben, ey. Sieht ein bisschen aus wie du. Kannst du es mal wieder Tag werden? Das nervt. Na, endlich. So. Ich denn? Oh Gott, es geht nicht. Nein!
Oh, kann ich nicht weit ranzoomen? Oh, schade. Gut, dann halt nicht. Ich verkacke aber den Game immer hart. Dito. Wie gesagt, also das letzte Mal auf dem Tablet, ich habe das im Noob-Modus gespielt. Da ging's. Aber da waren auch keine anderen Monster und so weiter. Da war ich ein bisschen stolz auf mich. Und dann ist mir eingefallen, dass ich halt das im Noob-Modus spiele. Da war ich ein bisschen sad. So. Was auch voll geil ist, ist hier dieses Shipwrecked. Obwohl das noch komplizierter ist als das normale Don't Starve. Oh shit. Oh no, wir sind ganz schwach und schwächlich. Guck mal. Oh no. Gold. Hm. Nein, den nicht. Was ist das für ein komischer Dude? Das, meine Liebe, ist Wolfgang. Wolfgang hat den Vorteil, wenn er den Magen voll hat, dass er richtig stark ist. Ich kenne nur den mit den Haaren. Nein, hat der auch eine Nase? Du meinst den ersten Charakter. Ja, ich weiß, ich habe seinen Namen vergessen, aber ich weiß, welchen du meinst. Wolfgang ist halt unglaublich stark, wenn er den Magen voll hat, aber wenn er halt Hunger kriegt, dann wird er halt zu so einem Lappen und kann einfach gar nichts mehr. Warum hebe ich hier eigentlich die ganze Zeit Steine auf? Ich suche eigentlich nach Gold. Nee. Oh, die, ne? Ich hasse die. Wenn man die aufmacht, dann kommen diese komischen Höllenhunde. Also noch schneller als sonst. Hier wird wohl kein Gold mehr sein. Könnte nach unten gehen. Vielleicht habe ich da noch... Jetzt bin ich doch neugierig. Da ist kein Gold mehr. Liegt die einfach random rum. Oh, man kann die Dinger ja auch ausgraben. Da findet man manchmal einen Schatz. That face. Aber manchmal ist es eben auch so, dass die Geister dich dann verfolgen und das. Deswegen mache ich das nicht. Kann ich, by the way, eigentlich. Ja, ich kann beides bauen. Gut, dann kann ich hier zwischendurch immer mal irgendwas hinklatschen. Ist das schon wieder für eine scheiß Map? Steffi, du musst wieder nach Hamburg kommen. Und deinen Schlumpf musst du auch mitbringen. Oh, shit. Oh, scheiße, sind das viele. Aber das Gold, guck mal da hinten. Oh Gott. Oh nein, aber ich bin zu schwach. Scheiße, sonst würde ich hier voll verprügeln. Oh Gott, nein, tschüss. Mach ich. Yay. Und spätestens halt irgendwie zum Weihnachtsmarkt oder sowas. Schon Glühwein trinken. Ist auch bald wieder soweit, ne? Oh, ich kann doch schon längst hier den Scheiß hier... Ne, doch nicht. Einer fehlt mir noch. Okay. Ich muss immer noch was essen. Goddammit. Jetzt ist meine blöde Spitzhacke auch Schrott. Jesus. Eat. Eat more. Vielleicht finden wir bald Chester. Der ist cool. Oh nö, noch so ein Ding. Das ist das Ei. Meins. Oh nein. Oh shit. Okay, ich gehe. Oh Gott. Nein, jetzt kommt auch noch nach. Oh shit. Noch schneller. Bald ist Weihnachten. Ja, ist so. Nein, ich brauche was zu futtern. Es geht schon los, ey. Holz brauche ich auch. Was zu essen brauche ich auch.
What the hell? Wo bin ich denn ganz, alter Schwede? Ich hoffe natürlich, dass es dir gut geht. Da, am Arsch der Heide. Du musst uns verlassen. Ich will mit dir nie vergessen. Und immer wieder vorhalten. Oh Gott, ich bin spielorientierungslos. Oh Gott, wo bin ich denn gelandet? Okay, ich gehe einfach weiter. Wenn wir gleich in der ersten Runde krepieren, verzeiht es mir. Dann nehmen wir halt einen anderen Charakter. Das ist ja auch immer, sind ja auch immer Punkte, ne? Mit jedem Tod verdient man halt mehr Punkte, dadurch kommen dann andere Charaktere. Das ist gar nicht so schlimm. Trotzdem, ich will nicht gleich sterben, nicht am dritten Tag. Ich bin bis Tag 35 gekommen. Auf dem Tablet. Oh, diese Kackteile, ne? Ich hasse sie. Die essen immer die Beeren weg. Das mache ich mal lieber nicht hier. So lebensmüde bin ich nicht. Oh, aber lebensmüde. Ich sollte mal ein Fire Pit bauen. Das ist ziemlich schnell. Verdammt. Das war das Campfire. Shit. Ja, toll. Das war ja klar. Tankstellen machen hier ungefähr 19 Uhr zu. Macht Spaß. Hiha! Da lobe ich mir doch keinen Führerschein und kein Auto. So, komm schon. Jetzt müsste ich den eigentlich bauen. Nein, immer noch nicht. Alter Schwede, wie nervig. Ich hasse es. Das mache ich. Scheiße, wir sind ja fast verhungert. Upsi. Oh Gott, da unten. Und wo ist unsere Karnickelfalle? Da. Wo ist Le Vivian? Le Vivian? Er ist auf Arbeit? Und weiß nicht, dass ich stream. Ist auch besser so, sonst würde er mich nur auslachen. Okay, jetzt nicht verlaufen, Eli. Geradeaus. Gibt es hier irgendwo Essen? Nein, nur Steine. Die kann ich nicht essen. Es sieht nicht so gut aus hier oben. Okay, okay, okay. Wo ist denn da? Alles klar. Jetzt müssen wir schnell hin. Das ist nur der Neid, weil er noch auf Windows 98 zocken muss. Tatsächlich, Steffi. Er zockt jetzt auf meinem 10 Jahre alten Laptop, der immer noch besser ist als seiner. Denn ich habe ihn aufgerüstet, soweit es geht. Der hat eine SSD reinbekommen und doppelten Arbeitsspeicher. Das heißt, er hat jetzt 8 GB Arbeitsspeicher. Es reicht für Diablo. Was anderes zockt er ja eh nicht. Aber er hat natürlich wieder Ansprüche gehabt. Ne? Ja, guck mal hier, das ruckelt. Und ich denke mir so, alter Schwede, dein behinderter Kack-Laptop, der kann doch nicht mal eine Excel-Tabelle öffnen. So, shut up. Das müssen wir jetzt leider töten. Tut mir leid.